Isaak und Ismael. Siebter Teil der Geschichte Abrahams. Das ist Abraham. Er lebte vor etwa 4000 Jahren und ist dafür bekannt, dass er Gott vertraute. Als Abraham und Sarah schon sehr alt waren, bekamen sie einen Sohn. Sie nannten ihn Isaak. Isaak wuchs zusammen mit seinem Halbbruder Ismael heran. Ismael war der Sohn von Abraham und Sarahs Dienerin Hagar. Nach einer Weile bemerkte Sarah, dass Ismael Isaak immer wieder auslachte und sich über ihn lustig machte. Sarah sagte das Abraham und bat ihn, Hagar und Ismael wegzuschicken. Abraham wollte das erst nicht, weil auch Ismael sein Sohn war. Aber Gott überzeugte ihn, dass es das Richtige war. So gab er Hagar und Ismael etwas Proviant mit und schickte sie weg. Sie gingen eine Weile durch die Wüste und bald ging ihnen das Wasser aus. Hagar war verzweifelt. Sie dachte, sie würden beide sterben. Da kam ein Botschafter Gottes, ein Engel, zu ihr und machte ihr Mut. Ihr werdet hier nicht sterben. Ich will Ismael viele Nachkommen schenken und er wird der Begründer eines großen Volkes werden. Da entdeckte Hagar einen Brunnen in der Nähe, füllte ihr Wasser auf und zog weiter. Ismael gilt bis heute als Stammvater der Araber.